Everybody goes away! Yeah! Big family shot! And das wird eine teure Veranstaltung heute. Hast du was, oder? Ja, sie ist fleißig vom Ausgründen. Ich würde mir jetzt hier einen Lastwagen vor die Tür bestellen, weil ohne den kriegen wir das ganze Zeug wahrscheinlich nicht nach Hause. Mehr nehmen. Wie gefallen die dir? Ja, ich finde die toll. Für davon kann man auch nicht genug haben. Eigentlich will ich alle haben. Der Store in München, der eröffnet allerdings erst morgen. Und deswegen ist das ein absolut fabelhaftes Event. Schön, dass ihr dabei seid. Ja. Jetzt macht jemand ein Foto von mir, aber ganz, ganz nah. Das ist ganz schön fies. Aber schau mal. Man sieht, dass diese Grafikpanels, also jetzt gerade, es gibt immer ein Thema in diesem Bereich hier in Vordern, immer nur ein Thema. Das ist jetzt gerade Weihnachten. Diese Paneele ist aus Vinyl, das kann man super schnell ändern und wechseln. Das heißt, je nach Thema kann es zum Beispiel auch im Dezember mal Star Wars sein oder was auch immer noch kommt. Ja? Und dann hat man wieder ein anderes Thema, das ist alles ein bisschen dunkler und so weiter. Genau, jetzt natürlich nicht zu übersehen, der große Bildschirm. Der Bildschirm ist dafür gedacht, mit den Gästen ein Erlebnis zu schaffen, und darum geht es auch hier im Laden. Grundsätzlich werden wir den Laden nicht aufmachen, ohne dass uns ein Gast hilft, den Laden zu eröffnen. Und das ist wirklich unser Grundprinzip. Das heißt, wir werden morgens wirklich, und das geht auch nicht mit Voranmeldung oder so, morgens einfach in der Fußgängerzone Kunden ansprechen oder Passanten ansprechen und sagen, hey, wie schaut es denn aus, vielleicht den Laden mit uns zu eröffnen? Das müssen auch, da kommt auch die Frage, das müssen keine Kinder sein, das können auch Erwachsene sein, und das ist auch üblich, das ist auch völlig in Ordnung. Es können auch mal Mütter mit Babys sein oder Väter mit Babys, völlig fein, ja? Also da gibt es jegliche Variationen. Was fällt ins Auge? Ich glaube, als allererstes haben wir eine Feature Wall, nennt die sich. Im Prinzip ist es so, dass wir, ja, Disney hat einfach so viele verschiedene Franchises mittlerweile, Charaktere, Filme, dass es eigentlich gar nicht reicht, nur vorne ein Thema zu haben und ein Thema am Eingang in Szene zu setzen, sondern wir wollen noch den Fokus immer auch noch ein zweites setzen. Derzeit ist es Star Wars, einfach natürlich aus aktuellem Anlass mit dem Film, der im Dezember kommt. Diese Paneele sind austauschbar, das heißt, wir können natürlich, je nachdem, was wir gerade präsentieren wollen oder in den Fokus setzen wollen, können wir einfach einen anderen weißen Hintergrund, es bleibt immer weiß, aber wir können einen anderen Hintergrund schaffen und wir können auch die Boxen verschieben und anders einbauen. Genau. Hier sieht man eigentlich auch ein schönes Beispiel an dem, was ich mal eben meinte mit Museum. Ich glaube, oben hat man so einen Bereich, da traut sich vielleicht der Gast nicht unbedingt anzufassen, aber unten ist dann wirklich der Bereich, wo der Gast auch anfassen soll, ausprobieren, anprobieren. Und das zeigt eigentlich so an einer Wand ganz schön, wie das ganze Konzept gedacht ist. Was wir direkt neben uns haben, das ist mein Lieblingsaccessoire. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass es viele Paneele und viele Vitrinen geben wird. Das ist eine Vitrine, die normalerweise, die besteht aus drei Bildschirmen. Ja? Das heißt, die Screens sind normalerweise ganz außen schwarz, man sieht gar nicht durch. Und sobald die angehen, werden die transparent. Ja? Das heißt, es läuft dann eben passend zu dem, was in der Vitrine ausgestellt wird. Also das ist nicht dreidimensional, das ist eine echte Figur da drin, die wir auch so verkaufen als Bassite hier. Werden eben passend Filme abgespielt auf dieser Leinwand. Man kann aber trotzdem durchsehen und ich finde es phänomenal. Grundsätzlich geht es darum, dass wir an der Wand hinter uns, im Prinzip ist der Gedanke ja, der Gast geht hier durch. Das heißt, wir überlegen uns, was sind denn gerade
Was ist denn gerade das Aktuellste? Ich nehme mal an, ich bin jetzt Gast, der vielleicht nicht so super firm mit Disney ist. Wenn ich hier reingehe und bis hier hingehe, weiß ich eigentlich schon, was gerade ganz aktuell ist. Ja, das heißt, wir haben da einmal Frozen mit Olaf taut auf. Da gibt es ja den, von der Eiskönigin den neuen Film. Dann haben wir Cars, bis ja gerade in Deutschland der Kinofilm gestartet ist. Und dann haben wir Star Wars mit dem Kinofilm, der bald kommt. Und so wird sich diese Wand immer wirklich verändern, je nachdem, was gerade aktuell ist. Und das ist so der erste Akzent. Wenn ich in den Disney Store reinkomme und was Spezielles suche, dann finde ich das natürlich im restlichen Bereich. Aber dann suche ich ja speziell. Das hier ist der sogenannte Playroom. Also, ja, ich nenne es mal jetzt auf Dude, eher nicht direkt übersetzt Spielplatz. Wir möchten im Prinzip, dass die Gäste hier interaktiv sich betätigen können. Monika zeigt gerade, das ist ein Touchscreen, der Fernseher. Also hier dürfen die Kids und auch die Erwachsenen auch mal den Fernseher anfassen, ja, nicht wieder heim. Und jetzt hat Monika gerade ein Puzzle gestartet. Man kann jetzt einfach irgendein Thema auswählen, auch die Schwierigkeitsgrad quasi auswählen, sodass auch für jeden was dabei ist. Und dann kann man einfach mit den Händen so puzzeln, wie man es halt von der nicht virtuellen Welt gewohnt ist. Das ist aber nicht alles, was der Screen kann. Vielen Dank, Monika. Ich weiß nicht, ob du es schaffst. Ich habe geschafft. Das hat's. Gut gemacht. Genau, das ist aber nicht alles, was der Screen kann. Also es gibt verschiedene Spiele, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber es gibt viel mehr hier. Sowohl auf dem Bildschirm als auch auf dem vorderen können wir verschiedene Events abspulen. Das können wir auswählen. Eins davon, jetzt sage ich Events, ist zum Beispiel ein Geburtstag. Wir kriegen also raus, ich habe einen Gast bei mir und vielleicht flüstert mir jemand ins Ohr, der hat gerade Geburtstag oder der Gast sagt selber. Es gibt Vacation, das heißt, wenn man zum Beispiel für seine Kinder eine Reise in den Park gebucht hat, Disneyland Paris zum Beispiel, können die das ihnen hier mitteilen und da gibt es ein extra Video von Mickey Mini und eine Überraschung quasi. Und da gibt es dann so ein Kärtchen dazu. Ich glaube, dass unsere Mitarbeiter auch ganz viel darüber sprechen müssen. Einfach im Laden die Gäste ansprechen und sagen, wir machen sowas, so wie ich es jetzt euch erzähle. Und darauf kommt es natürlich an. Ja, da kommt es natürlich auf uns selber an.